Guten Morgen und willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist Mittwoch und ich glaube, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr an einem Mittwoch zu filmen begonnen. Geschweige denn, dass ich dann auch noch so fertig gemacht war. Es ist heute eine ganz große Ausnahme, aber der Tag geht auch schon länger. Ich hatte schon genug Zeit, denn ich bin mal wieder ein bisschen spät dran mit Content produzieren und so. Ist ja was ganz Neues. Ist nicht so, als würde ich teilweise am selben Tag das Video noch drehen und hochladen. Und so geht es mir halt im Alltag immer wieder. Nicht nur mit YouTube-Videos, sondern auch mit Instagram. Deshalb, darf ich heute noch eine Story für Danny Wellington machen und dann am besten auch in den nächsten 2 Stunden so fertig haben, dass ich das alles auf Insta hochstellen kann. Und da ich sowieso immer wieder Fragen bekomme, hey, wie filmst du deine Sachen oder wer macht Fotos von dir und so, nehme ich euch jetzt einfach mal dabei mit, wie ich eine Story für die mache. Dafür bin ich eben schon zurechtgemacht. Ich habe die Uhr, die ich euch auch in meinem letzten oder vorletzten Video, ich werde es euch auf jeden Fall mal verlinken, gezeigt habe. Das ist die neue von Daniel Wellington, die Quadro, ich weiß bis heute nicht, wie sie heißt. Und dann noch ein passender Ring, auch in Roségold, auch von Daniel Wellington aus der Classic Ring Collection, lass mich nicht lügen, irgendwas in die Richtung. Das Einzige, was nicht dazu passt, sind meine Ohrringe, die sind aus der Elan Collection, auch von denen. Die sind halt Silber, aber ich dachte mir, das sieht man alles nicht so genau und die trage ich tatsächlich im Moment eigentlich täglich im Alltag, deswegen ja, lasse ich sie einfach mal drin. Wenn ihr genaueres zu den Produkten erfahren wollt, setze ich euch einfach mal ein paar Links zur Website etc. in die Infobox. Genauso wie meinen Rabattcode, der ja immer gilt, der ist hier nochmal für euch eingeblendet. Mit dem bekommt ihr -15% Rabatt, wenn ihr bei Daniel Wellington bestellt. Und wie gesagt, zu der Uhr gibt es auch ein eigenes Video, das ich euch jetzt schon irgendwo verlinkt habe. Da habe ich die unboxed und so ein paar Sachen dazu erzählt. Ich habe aber auch, glaube ich, zu der Ring Collection damals ein Unboxing gemacht. Das kann ich euch auch gerne verlinken. Aber jetzt hätte ich gesagt, kommen wir einfach mal zur Story. Und ich nehme das einfach immer ganz normal mit dem Handy auf. Es ist eine 50-50 Chance, ob ich das jetzt mit der normalen Kamera-App aufnehme oder direkt mit Instagram. Tendenziell aber eher mit der Kamera, damit einfach nicht so viel an Qualität verloren geht. Und dann schneide ich das Ganze meistens noch ein bisschen vorher und ein bisschen nachher, je nachdem, wie viel ich mich verquatsche etc. Das kommt ja auch immer drauf an. Und dann bearbeite ich das Ganze noch und dann lade ich das Ganze einfach hoch. Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt vor allem das schöne Wetter. Ich habe euch ja vor 1,5 Wochen circa ein Video hochgeladen auf YouTube, wo ich euch die neue Quadro Uhr von Daniel Wellington vorgestellt habe. Und ich dachte mir, nachdem ich das nur auf YouTube getan habe, zeige ich sie euch jetzt hier nochmal explizit auf Instagram. Dann war es das eigentlich auch schon wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss! So, das war's mit der Story. Jetzt nehme ich noch ein paar Fotos auf. Ich bin gerade am Überlegen, eigentlich sieht es hier gar nicht so schlecht aus, vielleicht wenn ich so ein bisschen was von meinem Bettzeug auf die Seite schiebe, aber dann könnte ich hier eigentlich auch so ein Mini-Fotoshooting veranstalten. Das wird einfach alles ein bisschen rausgeschnitten.
So, das sollte dann reichen. Ich glaube, ich habe es eingangs schon erwähnt. Solltet ihr euch für die Produkte interessieren, dann setze ich euch mal unten einen Link zur Website etc. rein, wo ihr euch einfach ein bisschen umschauen könnt. Da gilt wie immer der -15% Rabattcode. Daniel Wellington launcht wirklich regelmäßig neue Produkte, also zahlt sich's aus, da immer wieder vorbeizuschauen. Und ja, ich werde dann mal meine Story bearbeiten, damit ich die dann noch rechtzeitig hochladen kann. Und dann werde ich mir was zu essen machen und dann sehen wir uns später wieder. Es ist einfach zu heiß. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt ein Fenster aufmache, dann ist es nur noch viel, viel, viel schlimmer. Also werde ich wohl irgendwann mir einen Wecker für 3 Uhr morgens stellen müssen, wenn es hoffentlich zumindest so ein bisschen abgekühlt hat. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Ich liebe dieses warme Wetter per se schon, aber mein Körper verträgt es einfach nicht gut. Hallo, hallo. Es ist inzwischen Samstag und ich bin die letzten Tage irgendwie nicht so zum Filmen gekommen, beziehungsweise es gab auch nicht so wirklich Spannendes zu sehen, da ich entweder gearbeitet habe oder auf einem Turnier war mit Pferden und so oder ich einfach versucht habe, bei dieser Hitze nicht zu sterben. Und Sport habe ich gemacht. Okay, ja. Das gilt auch noch irgendwo. Wobei man sagen muss, also bei dieser Hitze Sport zu machen, ist dezent mörderisch. Das geht auch wirklich nur entweder ganz in der Früh oder spät am Abend. Aber spät abends ist dann halt meistens irgendwie schon wieder viel los. Aber das wird wahrscheinlich dann auch der Plan für mich heute sein. Denn es ist irgendwie schon relativ spät. Ich habe es irgendwie den ganzen Tag nicht geschafft, die Kamera wirklich rauszuholen. Beziehungsweise eben auch die letzten Tage. Ich weiß nicht, das war irgendwie immer was zu tun. Ich kann ja höchstens so ein paar Instagram-Impressionen von meinem Pferdchen-Abenteuer einblenden. Für alle die, die mir da nicht folgen. Allerdings, ja, so viel bin ich da nicht dazu gekommen. Und an dem einen Tag war ich überhaupt gekleidet wie Barbie auf dem Reiterhof. Aber sei es drum. Deswegen habe ich auch dieses schicke Bändchen noch um, wo mich meine Medizinfreunde gefragt haben, ob ich von der Psychiatrie geflüchtet bin oder warum ich das so umhabe. Aber das musste ich das ganze Wochenende umlassen, weil ich nicht wusste, an welchen Tagen ich dort bin, beziehungsweise wann der letzte Tag ist. Aber so wie es momentan aussieht, werde ich morgen wahrscheinlich nochmal hinfahren. Aber da werde ich den ganzen Tag dort sein und da morgen dieser Vlog online kommt, werdet ihr davon wahrscheinlich dann nichts mehr zu Gesicht bekommen. Allerdings vielleicht dann einfach im nächsten Vlog mal gucken. Auch wenn ich mich da wahrscheinlich dann eher so auf die ganzen Vorbereitungen für den Urlaub konzentriere. Aber mal schauen. Jetzt ist auf jeden Fall am Plan, dass ich so ein bisschen meine Sportsachen zusammenpacke und dann ins Fitnessstudio gehe. Ich habe gerade auch schon einen Corona-Selbsttest gemacht, da ich es natürlich verpennt habe, mir noch bei einer Apotheke oder sonst einer Teststation was auszumachen. Und ich jetzt nicht durch die halbe Welt, beziehungsweise vor allem mal in eine komplett andere Richtung fahren wollte, um noch einen Termin zu kriegen. Deswegen, zum Glück geht das Ganze ja auch mit Selbsttest. Und dann werde ich ins Fitnessstudio marschieren und da noch ein bisschen die Zeit nutzen. Ich bin zwar jetzt schon, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich stehe in meinem eigenen Schweiß, was es wahrscheinlich dort nicht besser machen wird, aber mit ganz viel Glück läuft dort zumindest die Klimaanlage. Ja, und je nachdem, wie viel los ist, werde ich einfach probieren, vielleicht da ein bisschen was mitzufilmen. Wollte ich eigentlich die letzten Tage schon machen, aber ja, das ist irgendwie immer unangenehm, wenn da Menschen sind. Und ja, je nachdem, wie fertig ich bin, nehme ich euch einfach den restlichen Abend auch noch so ein bisschen mit. Wahrscheinlich wird nicht mehr so viel passieren, aber ich muss unbedingt anfangen, jetzt die zweite Staffel von Lupin zu schauen, die jetzt schon seit ein paar Tagen draußen ist. Die ersten 2-3 Folgen habe ich schon gesehen, weil ich einfach nicht widerstehen konnte. Und jetzt wahrscheinlich, dadurch, dass nur noch 3 oder so über sind, werde ich mir den Rest geben. Ich bin sehr gespannt. Das ist wirklich so eine Serie, die hat mich von Anfang an total gecatcht und ich war richtig traurig, dass es dann vorbei war. Ja, mal schauen. Ich hoffe nur wirklich inständig, dass es keine von den Serien wird, die dann, ich weiß nicht, 1000 Staffeln bekommen und es dann einfach nicht mehr spannend oder lustig oder was auch immer ist. So wie das dann teilweise bei Haus des Geldes der Fall war, die ich ja auch geliebt habe, zumindest die ersten 2 Staffeln. Und dann war es so, ja, okay, kann man machen, muss man aber nicht. Wobei ich da trotzdem jetzt drauf warte, dass da, ich glaube, im September der erste Teil von der letzten Staffel rauskommt. Also ich werde es mir zu Ende anschauen, aber ja, mal sehen. Nur da ich jetzt wahrscheinlich ziemlich bald mit Lupin fertig bin, weiß nicht, habt ihr irgendwelche Serienempfehlungen für mich? Ich bin im Moment ein bisschen aufgeschmissen, was das Ganze betrifft. Ich werde eigentlich auch schon von mehreren Seiten gezwungen, Elite endlich zu schauen, aber ich habe mal angefangen
Und nach so ein paar Folgen war ich dann so, es ist eine Mischung aus How to Get Away with Murder und Gossip Girl, was beides für sich super tolle Serien sind, aber die Kombi ist so, gab's irgendwie schon mal, nur besser und ich weiß nicht, aber da gehen die Meinungen auseinander. Vielleicht probiere ich es nochmal, mal schauen. Jetzt mache ich mich auf jeden Fall mal fertig und ja, eile ins Fitnessstudio. Kann es kaum erwarten. Okay, also das mit dem Fitnessstudio hat so semi funktioniert. Ich war dort, ich habe auch ein bisschen was mitgefilmt, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen habt, aber es war einfach so voll, dass ich zur Hälfte der Übungen gar nicht gekommen bin, weil einfach alles belegt war. Und ja, weiß nicht, war anscheinend ein Tag, der viele sehr motiviert hat. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich dort ewig anstehe quasi, bis ich zu den Geräten komme, die ich gerne benutzen würde, mache ich jetzt einfach noch so ein bisschen was zu Hause. Ich hatte erst überlegt, ein ganzes Chloe Ting Workout oder, weiß ich nicht, Pamela Reif oder sowas zu machen. Und ja, jetzt ist mir aber am Heimweg so der Hunger gekommen, dass ich mir dachte, das halte ich wahrscheinlich nicht durch. Deswegen werde ich eher nur ein bisschen Hula Hoop machen, damit zumindest die Bauchregion gemacht ist, weil ich habe heute Bauch, Beine, Po gemacht. Und für den Bauch habe ich jetzt tatsächlich nicht viel machen können, weil eben diese ganzen Matten auch belegt waren. Und ja, deswegen jetzt einfach ein bisschen noch Hula Hoop und ich nehme euch vielleicht ein bisschen dabei mit. Katze, du bist auch so motiviert. Machst du mit mir Hula Hoop? Ja, so viel dazu. Ich stöpsel mal wieder rein. Und danach muss ich mir wirklich ganz dringend was zu essen machen, weil ich verhungere. Und es ist auch schon um 20 vor 10. Ups. So, das reicht dann auch wieder an Sport für gefühlt mein restliches Leben. Wir haben jetzt inzwischen kurz nach 10. Ich werde mich jetzt dran setzen, diesen Vlog hier zu schneiden, denn ich glaube, ich habe es vorher gesagt, der sollte am Sonntag online kommen. Und das wird er nicht, wenn ich nicht jetzt bald anfange, weil ich muss morgen um 6, 6.30 Uhr aufstehen und bin dann den ganzen Tag unterwegs. Das heißt, ich werde ihn auch auf geplant stellen, einfach damit das dann alles von selbst funktioniert. Und ja, deswegen an dieser Stelle verlinke ich euch jetzt hier seitlich noch zwei meiner letzten Videos und dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Freue ich mich immer sehr. Ich freue mich auch, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst, wenn es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr seid genauso motiviert wie ich oder so. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.